Jawohl! Schön. Ich habe nämlich erst gedacht, dass wir die Terrazinos auseinandernehmen. Oh, so viel Prime. Ach, so viel Prime. Oha. Oha. Ja, 3 Level habe ich on top. So, wir gehen rein in die Resistenz. Es ist mir alles egal. Welches Level habe ich jetzt? 95. So. Ja, wir brauchen ja Gewicht quasi. Ja, wir gehen erstmal auf Gewicht. Mal gucken. So, und Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn gibt. 2K Gewicht ist okay. Bewegungsgeschwindigkeit so 103%. Toll. Wir sind jetzt 3% schneller. Jetzt holen wir noch ein Therium. Das war ja krass. Da war ich eben kurz überrascht, weil der hat so 75 Schaden gemacht. Ne, 54. Das wäre wohl ein bisschen viel auch teilweise. Und da machen wir jetzt irgendwie nur 74 Schaden. Aber der sieht schon auch wieder angefressen aus. Wir auch ein bisschen. Aber das haben wir im Griff, wenn ich jetzt nicht runterfalle. Schön. Sehr, sehr schön. Haben wir die doch noch genutzt. Es ist sehr, sehr gut gerade auch. Ja, nochmal ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, sehr viel Prime, sehr viel Prime. Und... Oh mein Gott! Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 209%, 188%. 124er Armbrust. Die nehmen wir mal direkt rein. So. Gab es noch irgendwas Dickes dabei? Nee, wa? Das war's dann. Krass, krass, krass. Ah, und die Axt, die habe ich gar nicht gesehen. Ei, das ist aber ein Blueprint, ne? Das ist ein Blueprint. Oder? Ja. Da bin ich besoffen. Nee, Haltbarkeit? Das sieht mir da unten so aus. Warte mal. Ja, GG. Oh mein Gott. Also früher. Früher. Als wir uns mit Dinos zur Schule geritten sind, hat sich das nicht so gelohnt, Alvas zu machen. Also schon auch ein bisschen, auch für die Level sowieso immer. Aber das ist ja richtig krass. Was haben wir denn jetzt hier für ein Level bei unserem Agi? 191 mittlerweile. Ey, das ist heftig. Und ich bin Level 95. Gut, der Theory hat da jetzt nicht mehr so viel gebracht. Das wäre jetzt nochmal ein Ding, den nächsten Alpha zu finden, ne? Also. Das geht auch mit Trikes übrigens, ne? Das, also, wenn ihr einen Trike habt, könnt ihr das auch machen. Da könnt ihr auch mit einem Low-Level-Trike einen Alpha plannen. Müsst ein bisschen Ausdauer haben. Weil sonst kippt euch immer das Strike um, aber das geht. Die Frage ist jetzt, ob wir da auf der Insel waren. Ja gut, da ist jetzt nichts gebaut, ne, weil wir den Speicherstand hatten. Die Frage ist nur, wo habe ich das Floß gelassen? Wir sind nicht direkt hier aus der Bucht weggefahren, oder? Ich habe das nicht geplant, dass wir das heute machen. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht nochmal reingeguckt, wo wir mit dem Floß waren. Aber das Floß haben wir doch nicht hier stehen lassen, oder? Dann muss doch Wender auf der Insel noch sein. Ist doch bestimmt von da weggeflogen. Da kommt ein Drop, keine Ahnung welche Farbe. Oder nicht? Ich habe doch dann eine. Ich bin doch eine Node-Route geflogen mit dem Pete. Und dann habe ich das Floß hier gelassen, oder nicht? Da. Stimmt, da haben wir ihn gezähmt, von da sind wir weg. Ich wollte gerade sagen, ich bin halt bin nicht irgendwo noch längst gefahren. Also klar, alles auch schon ein paar Tage her, ne, aber ich bin doch jetzt nicht völlig behämmert. So, Kinders. Ja. So sieht's doch nämlich aus. Da ist ein Anki-Sattel drin.
Genau das, was ich gesagt hatte letztes Mal. Dass ich mir nicht sicher war, ob wir einen Blueprint hatten. Kristall. Oder ob wir... So. Ne? Nämlich. Oder ob wir den ganzen Sattel hatten. Kristall können wir jetzt mal hier rüberpacken zu mir, weil dann können wir uns jetzt mal Gläser craften. Glas. 1, 2, 3, 4. Mehr kann ich nicht. Ach, das braucht 7 Zement. Ja, aber bin ich besoffen oder was? Ich kann doch wohl mehr als 5 Dinger machen. Ja, eben. Wollte schon sagen gerade, ey. Weil ich habe gerade raufgeklickt, ne? Ich muss halt hier... Wie fülle ich das auf? Naja, ich darf nicht im Wasser stehen. Die machen wir auch mal voll, weil mein Plan ist ja quasi, dass wir die ins Lager packen und ich dann nur alle paar Mal los muss, noch jetzt die nächste Zeit, um Wasser zu holen. Wisst ihr? Dann spare ich mir das nämlich jetzt 5-mal. Ich halte jetzt 5-mal länger durch in meiner Welt. Mega, mega gut auf jeden Fall. Gut, der Agi ist jetzt ein bisschen überladen, ne? Oder bin ich das? Nee, ich bin... Nee, der Agi ist oben, ne? Ich bin überladen. Dann kann ich mir ja nochmal Stuff wegpacken. Perfekt, das ist schon mal zusammen. Warum bin ich denn so überladen? Wir packen mal irgendwie alles, was wir... Oh, wir 13 mal Schrotpatrone war auch dabei. Lazarussuppe ist dabei, Mini, also ne, kleine Munition. Das habe ich eben alles nicht gesehen. Wir haben auch ein paar Krallen und so. Ach so. Wir haben auch eine 124er dabei. Ja, das brauchen wir nicht, ne? Ich, theoretisch reicht jetzt eine Armbrust aus und nicht mehr wir müssen das ja nicht mehr dual-wielden quasi, wie man in der Fachsprache sagt, weil wir ja mit R wechseln können. Gut, aber dann kann die auch rüber. Beim AG sieht es ganz gut aus, wir haben Wasser. Ich mache das mal, glaube ich, so, dass das zusammen ist. Ich kann mir jetzt, glaube ich, die Rüstung nicht craften, weil wir die... Und so. Oh, der Anki sieht toll aus. Bitte sag mir, dass du ein hohes Level hast, dann gehörst du gleich in unser Team. Ich kann es nicht sehen. 40. Na, wenn wir den ganzen weiten Weg schon gekommen sind, zwar nicht extra für dich, dann können wir aber auch einen High-Level nehmen, auch wenn der cool aussieht. Dass der einfach ein bisschen mehr tragen kann. Wobei das eh so ein bisschen relativ egal ist. Ich überlege auch gerade, ob wir den hier zähmen. Dann hier schon farmen. Wobei, ja gut, aber Metall könnte man auch ordentlich mitnehmen. Und dann erst zurückfliegen. Muss ich gleich mal im Dododex gucken, was wir, wie viel wir brauchen an Betäubungsfeilen. Weil sowas. Wir haben jetzt. Wir haben eh richtig krasses Equip. So. Und ja. Wieso auch nicht, dass es sich nur einen Anki gibt, oder? Jetzt Quatsch hier. Ah ja. Aber der sieht nicht so toll aus. 45, hat auch nur 5 Level mehr. Und da schlägt dann aussehen 5 Level, zumindest beim Anki. Bin ich der Meinung. Der Stego sieht auch übel cool aus mit den roten Rückenplatten. Ne, dann wird es ja Level 40er werden. Ach so, ja, ey, wir haben auch eine krasse Armbrust. Also nicht jetzt so super, super krass, aber schon eine bessere. 124%. Ne, ich würde schon sagen, der verarscht mich gerade. Ja, einen kleinen Moment. Mahlzeit. Dodo, Dodo, Dex.
Ankylosaurus, Level 40. Achso, ich habe gar nicht pausiert. Okay. Also, laut Dododex soll der 9 Pfeile brauchen mit dem Crossbow. Dann liegt er. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Ich werde einmal kurz hier auf R gehen. Ich würde hier einmal kurz auf R gehen. Meinen Betäubungspfeil auswählen und dann schauen wir mal. Dann müssen wir nur hoffen, dass der. Ja, falls der abhaut, gleich Richtung Wasser, ja, werden wir den mit dem Agi versuchen zu pullen. Ich kann ihn ja schon mal ins Landesinnere ziehen, so ein bisschen. Achso, ich dachte, er fällt! Ich dachte, er fällt! Er ist aber kurz davor zu fallen. Hallo, block doch nicht! Was will er jetzt? Was will er jetzt? Will er mich angreifen? Nee, er ist auf Ich möchte fliehen Modus. Also müsste er kurz davor sein, dass er betäubt ist. Wir haben noch 3 Pfeile. Perfekt. Also einen weniger gebraucht mit der Armbrust als dann angesagt ist. Habe ich noch irgendwelche. Ja, ich habe noch Majors dabei. Perfekt. Let's go. Haben wir ein sehr schönes Exemplar auch. Cool, cool, cool. Ach, das war der andere, ne? Der irgendwie Level 45 war. Ich habe aus dem Glas gerade getrunken. Und es ist nichts runtergegangen. Ich muss mir jetzt das Glas durchlesen, was die machen. Wasser kann. Kann eine ordentliche Menge an Wasser beinhalten, ist aber etwas schwerer. Heißt denn das? Hä? Aber ich ja. Ich habe doch bestimmt schon Wasser verloren jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, oder? Es kann doch nicht sein, dass er einfach dann. Aber auch hier muss ich sagen, was haben wir jetzt reingeschossen? 8 Pfeile, ne? Und da ist doch die. Die Haltbarkeit schon ordentlich runtergegangen. Nein, sag mir jetzt nicht, dass eine Haltbarkeit ein Pfeil oder ein Schuss bedeutet. Weil wir haben 190. Also wir haben jetzt 182, wir hatten ursprünglich 190. Und ich habe 8 Pfeile geschossen, das wäre ein bisschen komisch. Da müsste aber auch alles passen, ne? Hier mit. Und so. Ja, das mit dem Wasser irgendwie weird auch. Und dann können wir hier schön gleich ein bisschen was wegfarmen. Packen das alles. Die haben ja beide Gewichtsreduktion, ne? Und ich muss mal. Was habe ich denn alles dabei, dass ich so schwer bin? Gut. Ach, Magenta Berry. Das sind einfach die Farben. Die Kanonenkugeln zum Beispiel. Die Beeren können mal rausfliegen. Die. Das Lagerfeuer lassen wir mal drin aus Gründen. Die Klauen haben wir noch drin. Ach so, 51 Kristall.
Ja, das ist natürlich hier besser aufgehoben. Das liegt bei mir 51. 25, 5. Okay. Das ist doch schon mal gut. Ja, wir sind ja auch auf 2K Dings hochgegangen. Dann können wir die rüberpacken, das rüberpacken, das rüberpacken, das rüberpacken. Und dann sind wir gar nicht mehr so full, ne? Geht. Mir geht es auch gleich darum, dass ich halt den Anki, dass ich da rauf kann. Ohne dass irgendwas passiert. Ja, es sind halt die ganzen Berries. Und Fleisch und so. Fleisch kann aber auch hier in den Agi rein, weil brauchen wir auch nicht, kann der fressen. Ja, die grünen Berries brauchen wir für Farbe auf jeden Fall. Na egal, passt. Und wir haben ja das ganze Wasser dabei. Das ist ja auch noch so ein Ding. Hallo. Ah, du siehst aber eigentlich auch ganz cool aus, ne? Aber das Blau ist hier schon. Ich habe auch das Gefühl, dass die Dinos allgemein ein bisschen cooler aussehen mittlerweile von den Farben, weil es ist mehr so besondere Farben in der Natur auftauchen. Einmal just for fun, lass mal einmal kurz hier ein bisschen Metall rausziehen. Das war ja eben schon ordentlich, was wir bekommen haben mit einer normalen Spitzhacke. Ja, 67 einfach mal, aber ich habe jetzt keinen Vergleich, ne? Also kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist immer die Hälfte, ne? Ja. Okay. Jetzt gleich mal gucken mit dem Anki, wie viel denn da los ist, was da abgezogen wird. Da hinten war noch ein Drop, aber der ist, glaube ich, mittlerweile weg. Und die Frage ist auch, ob wir nicht vielleicht sogar mit dem Floß insgesamt schneller sind, wenn wir da so einmal. Wie komme ich hier raus? Okay. Aber ich kann nicht mich irgendwie hier an der Karte navigieren. M gedrückt halten. Nein, dann gehe ich. Schade. Das wäre cool. Aber wir könnten hier einmal, also da vorne, so längs fahren und von da aus fliegen zum Beispiel. Dann sparen wir uns einfach den Schlenker durch den Redwood. Und ja. Schauen wir mal. Ja, 40%. Ich glaube, der hat zweimal gefressen oder so. Gewicht 290 ist aber auch sehr wenig, ne? Das bringe ich ja schon so mit auf die Waage. Aber da gehen ja gleich nochmal Level rein. Ist also okay. Und ich finde cool, wenn man jetzt mal hier die. Wir gehen mal ins Licht. Die Armbrust vergleicht mit. Habe ich die schon rübergeschmissen? Ja, ne? Kann ich sein, auch dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich bin der Meinung, da ist mir was aufgefallen. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wie haben wir sie? Da. So, das ist jetzt die neue. Und das ist die alte. Ja. Und die sieht. Die alte sieht deutlich abgewetzter aus. Deutlich mehr Gebrauchsspuren. Ja, sieht man im Kontrollmonitor, gucke ich gerade nochmal, sieht man nochmal deutlich besser. Das finde ich cool, weil es ist mir auch gerade aufgefallen nochmal hier, ne? An der Rüstung und der Körper sieht ja auch so kaputt aus und so, wenn man halt Schaden genommen hat. Das hat halt was, ne? Dass du dann den Zustand auch tatsächlich siehst. Finde ich ganz cool. Es sind die Kleinigkeiten, aber dafür hätte ich dann auch ganz gerne, dass meine rechte Maustaste funktioniert in dem Menü. Hallo? Na? Hallo? Hier hatten wir auch mal eine Base drin. Also, da habe ich ja mal ein Video gemacht. So. Ich guck mal, der ist ja noch ein bisschen. Wir gucken mal, ob wir irgendwie einen Drop finden oder so. Alpha bringt jetzt nicht mehr so viel. Bei ihm waren das ja zwei oder drei Level, die hier raufgekommen sind. Wir haben die Wolle auf jeden Fall dabei. Also die Rüstung müssen wir gleich noch machen. Ey, sind die riesig, ne? Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass die Megalodons dann in dem. Im Game auch so krass groß aussehen. Aber mal schauen, da müssen wir ja auch bald hin. Da bin ich auch gespannt drauf. Erstmal auf die Performance unter Wasser. Die Performance in den Höhlen unter Wasser und dann generell unter Wasser, also wie es da aussieht. War da ja unter Wasser, ist ja eh so ein Ding für mich, ne? Ah ne, wir fliegen hier mal weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Das sind die Viecher, die uns unser Equip wegnehmen. Stell mal vor, jetzt einfach bam.
die gute Armbrust weg oder so. Da hätte ich jetzt nicht so den Turn drauf. Weil eine Unterwasserhöhle ist ja hier längs. Ne, hier an der Linie. Und dann gegenüber von der Karte ist die andere. Und ja, eine ist human und die andere ist einfach nur insane. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht mit einem Sarko, was einfach nur full auf Speed gelevelt ist. Und dann gib ihm. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie die auf die Namen kommen, Alter. Das ist, du fragst mich jetzt beim Anki auch. Wie kann es sein, dass der Name... Ja, chill mal. Ich will hier nur mal kurz reinpieken. Hallo. Sieht irgendwie so anders aus, oder? Ist das heiß. Ist das super hell hier drin? Aber theoretisch... Nein, hier geht's nicht. Doch, hier geht's. Cool. Nochmal ein bisschen Kristall abgesnackt hier. Also es wäre eine der ersten Höhlen, die wir machen. Ich weiß gar nicht, ob es für die Brutmutter die Höhle mit ist, die wir brauchen. Und da bin ich nicht mehr ganz im Bilde. Aber da hinterm Sumpf quasi, da müsste der Eingang sein für diese heftige Unterwasserhöhle. Um und bei. Und ja. Ich überlege gerade, wo die anderen sind. Wir haben eine, also wir haben zwei Ice Caves. Eine kleine, eine große. Das ist auch eine fiese. Also da sind wieder die Dinos so Level 400. Genau wie in der harten Unterwasser Cave. Wir haben die Sumpfhöhle, die gegenüber vom alten Spaceport ist. Wir haben die hier. Wir haben bei Südzone 2 in der Nähe eine. Wollen wir noch welche? Wir haben die am Vulkan. Also insgesamt gibt es 10 auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. 2 Unterwasser-Caves. 2x Eis sind 4. Die hier 5. Die bei Südzone 2 sind 6. Gegenüber vom Vulkan 7. Auf der Fleischfresserinsel ist noch eine. Das ist Nummer 8. Und dann, welche gibt es noch? Sumpfhöhle, habe ich die genannt? Glaube ich 9 und dann fehlt eine. Und damit, ach ja, das ist noch eine, die ist auch in der Nähe vom Sumpf nochmal. Ist auch so eine, auch viel mit Unterwasser und so. Kann man sich aber mit einem, weiß nicht, ob es hier auch noch geht, man konnte sich bei Ark Survival Evolved im Enterhaken dahin schießen und dann war es das. Riesig, ne? 115. So, Theorie testen. Also erstmal hoffe ich, dass er sich hier nicht hochpackt und der Agi gleich ausrastet. Ja, ein Schuss ist ein... wie ist das? Haltbarkeit. Ein Schuss gleich ein Haltbarkeit hier. Ja, ist aber jetzt auch abgehauen. Okay. Wir haben ihn, ne? Der ist full getamed. Sehr, sehr schön. Dann heiße ich dich herzlich willkommen in unserem Team. Du hast 305 Gewicht. Das ist wieder so eine Geschichte, da muss ich mich wieder komplett entladen, damit ich überhaupt mit dem farmen kann. Und dann schauen wir mal, wo ist der Sattel da? So. Der wiegt ja eigentlich auch nochmal was, ne? Oder? Ne, okay. Der, doch, der addet auch Weight dazu. Und wenn ich jetzt hier drauf bin, geht. Alles klar. Dann doch noch leicht genug für ihn. Dann wollen wir einmal kurz hier farmen mit unserem Bad Boy. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt muss ich hier aufpassen. Da ist die Kiste. Die wird jetzt bei mir eh nicht mehr so viel bringen. Das wäre jetzt eher gewesen mit der mal 4 in Kombination. Wäre das halt krass gewesen, aber... Sorry. Ja, wir gehen dann hier erstmal auf Gewicht oder was? Nahkampfschaden, Gewicht irgendwie so. Ist das schon full oder will er einfach nicht mehr laufen? Hallo? Doch, jetzt läuft er wieder. Also wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn ich da durchlaufe, weil es bei mir nichts mehr bringt. Das wäre ja jetzt, wenn ich mit dem Dino durchgehe, mit Monkey oder so. Dann wäre es ein Problem. Weil der würde dann auf einmal sehr viele Level machen. Und die hatten wir ja schon benutzt auf der Xbox, deswegen nutze ich die jetzt hier nicht.
Ich weiß gar nicht, ob ich die einfach hätte aufmachen können und mir wieder EP abziehen hätte können oder so. Das wäre ja auch was gewesen. Nee, einmal so bitte. Einmal hier. Hallo. Ach so, ich bin im Lagerfeuer gewesen. Das hatte ich gerade ausgewählt. Kann sagen, warum kann ich jetzt meinen Agi hier nicht reiten, hä? Der Para völlig in Panik. Ich habe ihn, also war er aus Versehen gehittet. Aber auch so geil, also so unüblich auf dieser Insel, dass hier überhaupt irgendjemand irgendwie Panik hat. Wir hätten auch einfach schon mal den Stein einfach droppen können. Der macht hier, hier ist er hälftig, ne? Nee. Warte mal. Bei mir wiegt er 41, bei ihm wiegt der 6,2. Was wiegt denn der bei dir drin? 6,2. Okay. Ja, der macht das nicht so viel Unterschied. Ich kann aber den Stein rausschmeißen. Also wir brauchen zwar auch Stein, aber dafür haben wir ja den anderen Mission. Weil ich mir dabei im Geschlecht gar nicht so sicher bin, ist aber auch nicht so relevant. Weil A, werden die uns nicht beschweren. Wenn ich sie missgender und wir werden die nicht paaren, also ist egal. Also Dödi und Anki zusammen sowieso nicht, aber auch generell werden wir die nicht paaren. Auch wenn die Ankis ja hergehalten haben bei mir für mein erstes und einziges Zuchtvideo. Das war schon ziemlich gut. Einmal bitte hierher. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Er folgt mir noch, ne? Das finde ich nicht gut. Stehen bleiben. Die Frage ist ja auch, was ja richtig cool ist, ist ja die Kombi aus Quetz und Mammut. Level 10. Level 10. Entschuldigung. Damit gehen wir uns gar nicht ab. Wenn ich ihn jetzt auf Farming, also beziehungsweise, genau. Das finde ich ja schon mal gut. Dass er das macht. Das kann man ja mit einem Quetz machen. Und einem Mammut, wenn man zu zweit spielt. Mit einem Quetz das Mammut packen. Und einer geht dann aggressiv. Ja, hier müssen wir jetzt eben aufpassen, bevor ich ihn da droppe. Und einer geht dann aggressiv die ganze Zeit auf Angreifen mit dem Mammut. Und... ja, dann kannst du halt die ganze Zeit richtig viel rausfahren. Im Fliegen. Das wäre halt cool, wenn ich einfach nur rüberfliegen müsste. Ja, ja, ja. Ja, die Zemmen, die passen immer mit hier. Die Kanone brauche ich, glaube ich, nicht. Artefaktsockel. Pff, pff, pff. Ja, ist alles nur unnötig Gewicht. Kann ich das hier nach unten droppen? Nee. Warte mal. Ja gut, ich könnte hier auch dran craften, ne? Alles klar. Das nur mal dazu. War das sein Auftrag? Achso, es ist gar nicht unser. Ich dachte gerade, es wäre unser, der da rumläuft. Also, wie kann das sein? Wie ist das possible? So, und mal macht das und mal macht das nicht. Und da ist doch jetzt die Frage. Optionen. Nee, nicht kastrieren. Zurück. Übertragungsreichweite anzeigen. Namen ändern. Freilassen. Der bescheuert das. Verhalten. Aktiviere Wandern. Paarung aktivieren. Also Wandern ist ja das, wo die dann anfangen selbst zu farmen, ne? Wir tryen das mal. Das war das, was ich befürchtet hatte. Dass das nicht so gut ausgeht. Ich hätte aber jetzt noch die Spots an Metalleimer mitgenommen. Ja, aber ist ja praktisch, dann werde ich den jetzt immer auch schon auf Wandern stellen. Dann dabei bleiben mit dem Agi und dann müssen wir den ab und zu mal ein bisschen auslernen, damit er nicht zu viel Stein dabei hat. Und dann war's das. Und das können wir mit dem Dudi genauso machen. Dann wären Kryos schon... Nee, wären Kryos nicht cool. Gerade gedacht, aber ich müsste dann... Und dann, wenn ich ihn zwischendurch parke und dann da lasse, könnte ich ja auch zwei Stück mitnehmen. Dann können die ja parallel ihren Kram machen.
So, der hat sich wieder beruhigt, ne? So, Agi. Also alles, was wir auch gezähmt haben, ne? Ihr könnt Namensvorschläge machen, ich werde es dann ändern, wenn der Name passt. Weil der Meister ist doch jetzt auf Wandern gestellt, ne? Du bist doch auf Wandern gestellt. Du hast da auch noch nicht genug Gewicht drin, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Du stehst vor einem Stein. Wenn du jetzt wieder wartest, bis der Bronto da ist, damit du ihn hitten kannst, dann war es das hier. Ach, weil ich ihn angehoben habe, oder was? Man kann doch auch Farmeinstellungen einstellen, was er dann so rausfarmt und so, ne? Das geht's ja irgendwie auch. Gut, das kriegt er hin. Dann gibt's auch noch irgendwas. Oh, Digga. Hier, bitte. Der trifft den ganzen blöden Stein nicht, ne? Mit dem ersten Hit hat er nichts getroffen, aber den Bronto hinten am Schwanz. Es ist der Wahnsinn. So. Und dann haben wir hier schon mal ordentlich was weggefarmt. Und nehmen das mal alles schön mit. Ich werde ihn kurz einmal absetzen und nochmal kurz einstellen, ob er noch auf Wandern ist. Er ist noch auf Wandern. Wandern deaktivieren. Ich habe Wandern zwar deaktiviert, aber er läuft nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir doch vielleicht auf Nahkampfschaden gehen, wenn das so sein sollte, dass er da mehr rausfarmt. Dann nehmen wir den mit und ich würde sagen, wir tingeln einmal mit dem Floß los und fliegen dann von der Stelle aus, wo wir nicht mehr fliegen können, also wo wir dann nicht mehr fahren können, meine ich. Wo es keinen Sinn mehr ergibt, dass wir weiter reinfahren. Müssen wir nur mal gucken. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn dieser Wal ankommt. Der könnte ja nur hier vorne sein, eigentlich. Dass der Anki dann irgendeinen Quatsch macht. Oder der... cool. Oder halt der Agi. Oder ich. Man weiß es nicht. Wenn der Agi gleich hier runterfällt, dann ist Feierabend, Freunde. So, wir fahren mal eben einmal hier rüber und hoffen, dass jetzt der blöde Wal nicht kommt. Ich versuche dafür einfach den... Ja, weiß ich auch nicht, was ich versuche. Ich versuche jetzt einfach zu gucken, dass er nicht kommt, aber meistens hört man ihn auch. Der war ja, glaube ich, in beiden Spielständen da. Sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC. Und dann werden wir hier gleich gemütlich an der Küste langfahren. Ja, das passt doch. Ne, weil jetzt sieht man ja... Wir können sogar vielleicht bis zum Fluss fahren und den Fluss sogar noch langfahren. Seht ihr jetzt ja, ne? Vielleicht oben. Das läuft ja noch weiter am Redwood lang. Ich weiß nicht, ob das Fluss jetzt schneller ist als der AG, aber wir müssen nicht landen wegen Ausdauer. Ich habe auch irgendwie Angst, dass der... Also die Beine vom Anki sind ja im Fluss drin, ne? Also drunter. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendein Megalodon auf die Idee kommt. Mh, lecker. Das ist ja auch krass. Da habe ich früher habe ich ja arg gestreamt, damit habe ich ja quasi angefangen und dann habe ich erst Videos gemacht. Und ich habe mit einem Floß, da haben wir Fundamente drauf gebaut und Wände und so. Und dann habe ich so meinen ersten Rex gezähmt, weil ich da einfach in den, das war auch bei einem Fluss, und dann bin ich einfach volles Mett in ihn reingefahren, also dass er quasi sich in das Floß rein geglitscht hat, mehr oder weniger. Und dadurch hatte ich dann einfach eine Falle und konnte ihn einfach sehen. Und da war ich, keine Ahnung, Level 30 oder sowas. Also das war richtig dumm. Das waren dann noch die Zeiten, wo man dann arg entdeckt hat für sich und noch total random alles gespielt hat. Bei mir ist es jetzt halt schon so, ne, ja, wir machen das irgendwie so und so, das ist so einigermaßen der Plan. Und dann läuft es in irgendeine Richtung oder halt auch nicht, weil sterben tut man ja trotzdem. Aber das war ziemlich witzig eigentlich, dass ich so einen Drecks gefangen habe. Oder gezähmt habe. Also gefangen tatsächlich auch, ja, dann, aber auch gezähmt. Richtig komisch. Also das ist so... Das ist halt cool, ne, wenn du so bei Videospielen neu drin bist, dass du die noch, sage ich mal, unbefreiter spielst, weil du nicht weißt, wie es funktioniert.
Und vor allem, wenn du noch nicht mit vielen Leuten geschnackt hast, die das Spiel irgendwie auch spielen und die dann sagen, wie es halt funktioniert. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Auch wenn das bei Ark frustrierend ist, deswegen sind ja überhaupt auch die Tutorial-Kanäle für Ark erfolgreich. Weil das Spiel frustrierend ist und das Spiel auch nicht so viel selbst erklärt, ne? Da sind andere Spiele ein bisschen anders davor, keine Ahnung. Palworld zum Beispiel hat ja ein ganzes Wiki mit im Spiel. Und ich glaube, Valheim war auch relativ viel mit drin, was dann da vorgeschlagen worden ist und so. Ja. Das ist halt für Spieler ist es gut, weil man halt im Spiel die Lösung findet, auch wenn die Wikis meistens nicht so gut sind oder nicht optimal übersetzt sind und so. Für Content Creator dann immer ein bisschen schwierig, weil wofür willst du Videos machen, wenn da eh alles erklärt wird, so. Naja. Das mal dazu. Das ist halt bei Ark ein bisschen anders. Und ich finde, glaube ich, auch Survival Games, die nicht so viel erklären, besser, weil du mehr darauf angewiesen bist, dass du Dinge ausprobierst und dich austauschst mit Leuten und vielleicht dann doch nochmal ein Video guckst. Und für dich deine eigene Technik findest. Das finde ich eigentlich am coolsten. So. Ja, ich glaube, wir machen das tatsächlich mit dem Fluss reinfahren. Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt schneller geht, als wenn wir fliegen würden. Dann waren die 3 Punkte oder 4 Punkte ein bisschen unnötig in Speed, aber ist halt so. Weil, ja, jetzt hier ist der Sumpfteil, genau. Und dahinter ist dann quasi, geht's in die Höhle rein. So rum und bei. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem Spiel gerade noch drin gehabt. Ah, Don't Starve. Und Don't Starve Together ist dann halt das, die Koop-Variante von dem Game. Und das Spiel erklärt dir wirklich gar nichts. So, du hast halt deine Werte, genau wie hier. Oh, du frierst. Oh, du musst irgendwas dagegen machen. Ich vielleicht nochmal ein Lagerfeuer anpacken müssen. Weil das wäre jetzt dumm. Hier gibt es nämlich keinen guten Spawnpunkt. Wir gucken mal. Ich habe ein Lagerfeuer dabei. Ich weiß nicht, ob wir das dabei haben. So schnell geht es gerade nicht runter irgendwie. Aber ich habe auch 3 Level mehr nochmal reingepackt in Resistenz. Genau, also du hast hier, genau wie bei Ark, hast du deine Werte und dann musst du halt rausfinden, was das irgendwie ist, was du dagegen machst. Das ist ja hier auch relativ intuitiv, ne? Wenn ich Hunger habe, oh, ich muss essen. Wenn ich Wasser habe, also, ne, Wasserverlust habe, okay, ich muss trinken. Kalt, warm, ist irgendwie auch alles klar. Aber dann das Spiel, also die Mechanik zu verstehen, ist auch bei Ark relativ einfach, finde ich. Das ist auch bei Don't Starve relativ einfach. Aber dann das Spiel wirklich zu meistern, ist halt so ein Ding, ne? Und da finde ich dann immer, weiß ja nicht. Das ist ja irgendwie so ein Ding bei neueren Survival Games. Ich glaube, Was ist das? Alter. Das war ein Bari, ne? Das war ein Bari gerade, der sich dachte. Eieieiei. Ich hänge fest. Jetzt hängt auch der Anki noch fest, sehr gut. Theoretisch hätten wir den sogar hier auch. Oieieiei. Geh weg mit deiner Rolle. Der ist doch fast down. Wie viel Blut willst du noch haben? Danke. Dann war es ein Sarko. Ist ja okay. Sorry, dass ich gelogen habe, Alter. Muss mich ja nicht hier so auf Krampf jetzt korrigieren oder was? Siehst du, was du davon hast? So. Dachte schon, was greift denn da jetzt an? Sarko, echt krass, ey. Sarko auch im Singleplayer, glaube ich, echt underrated, ey. Mann. So viel Stress hier auf meine alten Tage noch. Haben wir gut gemeistert. Jedenfalls.
Das ist ja so ein Ding, also zum Beispiel bei Palworld war das ja jetzt auch zum Beispiel so, dass du so ein Tutorial durchspielst und so Quests hast, die du abschließt, damit du halt weißt, was du im Spiel machen musst irgendwie. Und das finde ich immer so schade, weil, also Ark hat das nicht, Valheim hatte das glaube ich auch nicht. Das ist so relativ offen von dem, was du am Anfang machen kannst und kannst das Spiel wirklich so spielen, wie du das Spiel spielen willst. Und halt, ne, es gibt ja keine festgelegte, es gibt schon eine festgelegte Reihenfolge mit den Dingen, wie du sie halt freischaltest mit den Leveln. Aber wann du was nutzt, ja eben nicht. Und gerade Ark mit den Explorer-Noten so bietet dir auch die Möglichkeit, dass du instant Level 70 oder 80 bist und dann einfach schon krasse Sachen nutzen kannst, ohne halt diesen ganzen Early Game Grinds wirklich durchleben zu müssen. Ich glaube, von hier könnten wir fliegen. Weil, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist die Flusseinmündung relativ spät erst. Ja, sehe ich richtig. Dann fliegen wir von hier aus. Aber wir können jetzt einfach straight up rüberballern. Und dann lassen wir das Floß hier stehen. Und merken uns, dass das hier ist, falls wir es nochmal brauchen oder wir craften ein neues. Aber wir haben ja alles eh vom Floß mitgenommen. Beziehungsweise, ich glaube, da war eine Kiste drauf, die ist nicht mehr drauf. Die ist jetzt weg. Das Einzige ist die Ausdauer halt, ne? Die geht halt übel schnell runter beim Agi gerade. Habe ich das Gefühl. Gerade ist losgeflogen. Schon ein Drittel irgendwie weg oder ein Viertel. Nee, genau, aber das ist es. Dass du einfach frei spielen kannst. Und ich finde immer, wenn du so Tutorials hast, gerade in einem Survival-Game, das dich so sehr an die Hand nimmt, immer schwierig irgendwie. Macht nicht so viel Spaß. Oh, Astroneer ist auch ein gutes Beispiel dafür. Bei Astroneer, hat man bei Astroneer Quests? Ich glaube ja. Aber du musst die nicht so zwangsläufig abschließen, damit du irgendwie im Spiel vorankommst. Du kannst auch machen, was du willst. Auch ein cooles Game. So. Ja. Ich glaube, wir landen hier einmal zwischen. Wenn. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Der ist Level 40 und wird da richtig kaputt gemacht gerade. Ich würde nochmal. Da ist. Warte mal, wir sind hier so, ne? Ja, wir fliegen gerade drauf zu. Es wird schon wieder kalt und ich habe auch schon wieder heftig Leben verloren, ne? Ja, jetzt geht's schon wieder richtig ab. Aber wir haben auch minus 15 Grad. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich sehe es aber rechtzeitig gerade. Wo ist das Lagerfeuer? Wo ist Holz? Hier ist Holz. Ja, aber das ist jetzt dumm. Ich stehe im Feuer drin. Ja, was machen wir damit? Jetzt geht's gerade wieder hoch. Ach, ich kann gegenhealen mit den. Mit Fleisch und Essen. Hier habe ich noch Beeren dabei. Ich habe die alle abgegeben, glaube ich, ne? Na, das ist so dumm. Nee, das ist dumm. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe kein Fleisch mehr dabei. Und ich habe. Ich bin unterkühlt. Wir konnten die Rüstung nicht herstellen. Ich werde jetzt hier definitiv sterben. Und ich werde gucken, wo ich spawnen kann. Ist das nervig? Was macht die? Die macht nichts, ne? Das ist hier Sauerstoffverbrauch oder Wasser, ja. Das war das Ding. Ich hab die gedroppt, ich wollte gerade essen. Ja. Ich hoffe, dass man hier raufkommt ohne Probleme. Das ist echt krass, Mann. Das ist echt krass. Ja, wir können hier spawnen.
Einfach einen neuen Überlebenden erstellen. Ich habe keine Lust mehr. Ah. Ist mir alles zu blöd. Das Gute ist ja, dass es markiert ist, wo man hin muss. Und es sind auch nur 500 Meter. Guck mal, jetzt hatten wir 2,7. Also 2700 Meter. Dafür ist es hier, glaube ich, ein bisschen umkämpfter alles. Das ist echt so dumm, Alter. Das heißt dumm, ne? Es ist das Spiel, es macht es schwer. Das war eh immer schon auf die Island irgendwie sehr unberechenbar. Und das weiß man jetzt. Und dann hat man einfach dann demnächst noch eine Wollrüstung dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so sehr diese Wollrüstung brauchen, ehrlich gesagt. Oder Pelzrüstung. Oder Schneerüstung. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Hätte ich nicht gedacht. Überhaupt nicht. Also null. Agatha Power macht da gerade irgendwas. Es nervt. Es nervt. Ich komme hier nicht hoch. Ja, 74 gegen 14. Das muss sie eigentlich haben, aber... Ja, ich finde richtig gut, wie das mit dem Pfeifen geklappt hat. Und sie auf jeden Fall darauf gehört hat, wo ich hin wollte. So. Achso, ja, nee. Ich wollte gerade einfach wegfliegen. Ich wollte den Anki einfach nehmen und dann so. Und tschüss. Wo bin ich denn? Das ist meiner. Schön. Ja, gut, mir fehlt aber auch ein bisschen Rüstung, ne? Muss man auch dazu sagen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Dass das jetzt so ein Problem war. Aber wir gehen jetzt schon mal über den Fluss rüber. Und dann ist er hier, unsere Base auch. Ja, das ist jetzt der Berg, ne? Wo ich halt gerne farme. Okay. Und jetzt ist mir heiß. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Eben drüben, 3 Meter weiter, minus 15 Grad. Hier jetzt 30 Grad. Das sind 45 Grad Unterschied, Alter. 45. Mit irgendwie hier auf 2 Meter Entfernung und sowas, weißt du? Warum ist die Axt kaputt? Ja. Besser ist es. Besser ist es. Es kann doch alles nicht wahrstehen hier, ey. Wirklich. 45 Grad Unterschied. Pelzrüstung wird angegangen. Hier, Drop. Egal. Dann können wir uns nämlich auch einen Mammut sehen. Ja, beruhig dich mal da unten, Mann. Das wird nämlich auch richtig cool, weil dann haben wir auch gar keine Holzprobleme mehr, gar nichts. Und dann wird hier die Base gebaut. Aber richtig krass, bauen wir eine Base. So, jetzt möchte ich nochmal hier auf die 9 gehen. Ah ja, jetzt wird Wasser verbraucht. Alles klar, ist also wie vorher. Da war nur, dann habe ich nur keinen Wasserverlust gehabt oder so. Ja. Ich bin hier einmal zwischen. Ja, nicht farmen jetzt, nicht farmen. Wir wollen einfach nur... Wir wollen doch einfach nur nach Hause. Ausdauer passt. Let's go, der Hase. Ja, sehr gut. Ey, das ist eine riesige Sauerei, dass auf der Karte angezeigt wird, wie oft ich gestorben bin und wo meine Tode alle waren. Also, ne, wo welcher war in der Reihenfolge. Nein, ist cool. Ist ein cooles Feature, finde ich. Will ich gar nicht wissen. Auf Ragnarok die ersten... also da habe ich ja quasi angefangen. Ich habe die Island geskippt eigentlich und dann haben wir direkt Ragnarok gemacht auf einem Server und so. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Tode da zustande gekommen sind. Und wie viel... Also, da muss die ganze Map gepflastert gewesen sein. Aber cool. Ist halt so ein bisschen, ja, ne, dass man ein bisschen in die Vergangenheit gucken kann. Wie habe ich mal angefangen und keine Ahnung wo und wo waren meine Fehler. Ich glaube, Eishöhle wird auch so ein Ding, da werden noch ein paar dazukommen. Hallo. Guck mal, Guys. Ich habe jemanden mitgebracht. Jawohl.